Warren Buffett ist einer der bekanntesten Investoren unserer Zeit. Bereits im Jahr 1951, im zarten Alter von 21 Jahren, veröffentlichte er seine erste Aktienanalyse. Das Ganze erschien im Commercial and Financial Chronicle. Dieser 70 Jahre alte Zeitungsartikel führte rückblickend betrachtet zu Buffetts erfolgreichster Investmententscheidung. Deswegen schauen wir uns die Kernpunkte aus diesem Artikel etwas genauer an. Ich zeige dir außerdem, welche 6 Prinzipien aus dieser Aktienanalyse du für deine eigenen Investmententscheidungen nutzen kannst, um ein besserer Investor zu werden. Viel Spaß beim Video. Starten wir mit Buffetts Punkt Nummer 1, die Branchenanalyse. In der Nachkriegszeit nach 1945 herrschte Vollbeschäftigung. Es gab hohe Unternehmensgewinne, Rekordzahlungen an Dividenden und somit kein Grund für gedrückte Aktienkurse. Während fast alle Branchen also boomen, hat die Autoversicherungsbranche immer noch zu kämpfen. Erst ein Jahr vor Buffetts Bericht im Jahr 1950 gab es für die Versicherer erneut Verluste und das zweitschlechteste Ergebnis seit 15 Jahren. Und auch trotz der Tatsache, dass dieses Jahr Gewinne eingefahren wurden, zeigten die Aktienkurse hier kaum Bewegung nach oben. Deswegen sind viele dieser Autoversicherer, schaut man nur auf die Gewinnmöglichkeiten und die reinen Vermögenswerte, stark unterbewertet. Buffett wirft also in seiner Analyse zuerst einen Blick auf das große Ganze und erkennt, dass trotz einer Verbesserung der Lage bei den Autoversicherungsunternehmen die Aktienkurse nicht mitgegangen sind. Es ist also kein Enthusiasmus hier zu spüren. Und darin erkennt Buffett seine Chance. Buffett weist in seiner Analyse darauf hin, dass Autoversicherer weniger zyklisch sind als andere Versicherungsunternehmen und das hängt damit zusammen, dass Autoversicherungen zu jeder Zeit als notwendig angesehen werden. Die Verträge müssen zudem jährlich erneuert werden, was für planbare Einnahmen sorgt. Buffett zählt in seiner Branchenanalyse die Vorteile der Versicherungsbranche gegenüber anderen Branchen auf. Es muss beispielsweise nichts auf Lager gehalten werden, was mit der Zeit kaputt gehen kann. Es gibt keine Rohstoffe und kein Material, das altern kann und somit sind hier einige Risiken von vornherein ausgeschlossen. Punkt Nummer 2, das Unternehmen und dessen Wettbewerbsvorteil. Hier geht Buffett auf das Unternehmen ein, das er speziell in der Branche der Autoversicherer spannend findet. Es handelt sich um GEICO, also um die Government Employees Insurance Corporation. Diese Versicherung hat sich bei seinen Versicherungsangeboten auf einen bestimmten Personenkreis fokussiert. Hier wird klar, dass eine bestimmte Nische angesprochen wird, und zwar erstens Staatsbedienstete, also Angestellte von Bundes-, Land- und Kommunalverwaltungen, dann Offiziere und Veteranen, Lehrkräfte an Schulen und Universitäten, kurzum die Personengruppen, die direkt vom Staat finanziert werden. Durch den Verkauf direkt an den Verbraucher benötigt GEICO keine Zweigniederlassung und spart sich viele Versicherungsvertreter, die zusätzliche Kosten, beispielsweise durch Provisionen, verursachen. Zudem bietet das Segment der vom Staat angestellten Personen weniger Risiken, denn staatliche Arbeitsplätze sind sicherer und die Zahlungsausfälle der Kunden somit seltener. Dadurch entsteht ein enormer Wettbewerbsvorteil und das Unternehmen kann Konditionen anbieten, die 30% unter den sonst üblichen Versicherungsprämien liegen. Also wir sehen, Buffett wirft hier ganz speziell ein Auge auf den Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen der Branche. Dieser Wettbewerbsvorteil ist auf den klaren Fokus von GEICO auf eine spezielle Personengruppe zurückzuführen, was günstigere Preise ermöglicht. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch von einem Burggraben gesprochen, ein klarer Vorteil, der die Konkurrenz also auf Abstand hält. Punkt Nummer 3, die Wachstumsaussichten des Unternehmens. Hier geht Buffett darauf ein, dass GEICO trotz der allgemeinen Preisinflation der vergangenen 5 Jahre als Wachstumsunternehmen gilt. Am besten sieht man das an der Anzahl der versicherten Personen. Waren 1936 knapp 4000 Leute bei GEICO versichert, waren es 1945 schon über 50.000 und 5 Jahre später im Jahr 1950 schon über 140.000 Menschen. Das ist für Buffett erstmal natürlich kein Garant für zukünftiges Wachstum und hier spricht er darüber, dass GEICO erst in 15 von 50 möglichen Staaten zugelassen ist. Zudem geht Buffett darauf ein, dass GEICO bei möglichen Rezessionen sogar profitiert, denn dann würden die Leute noch eher auf das Geld schauen und zum Autoversicherer mit den günstigsten Konditionen wechseln. Punkt Nummer 4. Wie profitabel ist das Unternehmen? Buffett achtet bei den Unternehmen, die er aussucht, auf die Vorteile bei der Gewinnspanne. Das heißt, wie viel mehr Gewinn einem Unternehmen gegenüber einem vergleichbaren Unternehmen aus derselben Branche übrig bleiben. Bei GEICO wurde im Jahr 1949 eine Gewinnspanne von 27,5% erreicht. Das heißt, von allen erhaltenen Versicherungsprämien
blieben 27,5% als Gewinn für das Unternehmen übrig. Der Durchschnitt von 137 anderen Versicherungen der Branche lag bei schlappen 3,7% Gewinnspanne. Also hier schaut Buffett genau auf die Marge bzw. Gewinnspanne gegenüber der Konkurrenz. Der Abstand sollte hier so groß wie möglich sein, was auch hier wieder den Burggraben verdeutlicht, den Buffett zuvor ausfindig gemacht hat. Punkt Nummer 5. Wer leitet das Unternehmen und wie sind die Interessen der Geschäftsführung? Warren Buffett weist in seinem Artikel darauf hin, dass Benjamin Graham Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Geico ist. Und zwar seit er 1948 einen Großteil des Unternehmens durch seine Investition erworben hat. Zudem besitzen die 10 Mitglieder im Aufsichtsrat des Unternehmens etwa ein Drittel der ausstehenden Aktien. Hier sieht man, Buffett legt großen Wert darauf, dass die Lenker und Leiter des Unternehmens selbst am Unternehmen beteiligt sind. Denn nur dann ist für ihn auch gewährleistet, dass sie ihre Entscheidungen im Sinne der Aktionäre treffen. Denn sie selbst profitieren dann direkt durch steigende Aktienkurse vom langfristigen Erfolg des Unternehmens. Hierzu kann ich selbst ein Buch empfehlen, das untersucht, wie sehr der Erfolg eines Unternehmens stark davon abhängt, ob die Geschäftsführer selbst am Unternehmen beteiligt sind. Das Buch heißt Die Outsiders und hier werden 8 unkonventionelle Geschäftsführer amerikanischer Unternehmen etwas genauer unter die Lupe genommen. Die Aktienrendite der von ihnen geführten Unternehmen lag bei dem 20-fachen des Durchschnitts des S&P 500. Kommen wir zu Punkt Nummer 6, die Unterbewertung des Unternehmens. Hier spricht Buffett die starke Unterbewertung von Geico an. Denn im Jahr 1950 lag das Kursgewinnverhältnis von Geico bei 8. Das heißt, blieben die Gewinne 8 Jahre in Folge so hoch wie im Jahr 1950, dann entsprechen diese Gewinne zusammengenommen dem aktuellen Börsenwert von Geico. Nehmen wir Gewinne von 10 Millionen Dollar an, dann würde der Börsenwert von Geico also 80 Millionen Dollar betragen. Was Buffett hier herausstellt, ist, dass das Jahr 1950 keinesfalls ein gutes Geschäftsjahr für Geico war und trotzdem ein annehmbares Kursgewinnverhältnis von 8 zu Buche stand. Das kombiniert mit den brillanten Wachstumsaussichten von Geico, die erst in 15 von 50 möglichen Staaten lizenziert waren, machte Geico nach Buffett zu einem grandiosen Investment. Der 21-jährige Buffett legte zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1951 circa die Hälfte seines Nettovermögens in die Geico-Aktie. Buffett sollte damit eine schnelle 50%ige Rendite in etwas mehr als einem Jahr erzielen. Danach verkaufte er die Beteiligung, um die Gewinne in günstigere Aktien zu stecken. Im Nachgang stellte sich das als fataler Fehler heraus, denn in den nächsten 20 Jahren stieg die Aktie fast um das 100-fache an. Das zeigt uns, auch der große Buffett machte Fehler und dieser Fehler erinnert mich an den Spruch von Peter Lynch: Selling your winners and holding your losers is like cutting the flowers and watering the weeds. Wer seine Gewinneraktien verkauft und seine Verliereraktien behält, der plättet seine Blumen und gießt sein Unkraut. Etwa 25 Jahre später, nach diesem Fehler, kaufte Buffett dann wieder in großem Stil die Geico-Aktie ein, als das Unternehmen kurz vor der Pleite stand. Auch mit der Hilfe von Buffett kam dann die Wende und die Geico-Aktie sollte der Nährboden für die riesigen Renditen in der Zukunft bilden. Denn der Autoversicherer Geico versorgte Buffett nach seiner großen Beteiligung jährlich mit riesigen Summen an Versicherungsgeldern. Und dieser Barbestand fungierte für Buffett als kostenloses Darlehen, dass er in aussichtsreiche Projekte reinvestieren konnte. Wenn man sich bis heute die Rendite von Geico anschaut, dann war es mit Abstand das erfolgreichste Investment von Buffett. Nicht nur wegen der Rendite von Geico, sondern auch wegen den zusätzlichen Cashbeständen, die Buffett reinvestieren konnte. Der Zeitschrift Forbes verriet Buffett einmal, dass Geico sein Lieblingsinvestment sei und das habe er bereits 1950 gelernt. Was hältst du von der ersten Aktienanalyse des Warren Buffett? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zerstör den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Hier oben rechts findest du das Depot, das ich für meine langfristigen Investitionen in Aktien nutze und hier oben links ein Video, das für dich interessant sein könnte. Vielen Dank dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.